lass nicht zu, dass die Waffen zerstört werden. Das ist mal klar. Was? Pinguinschläger? Mir doch egal, was du denkst. Okay, Pinguinschläger, wir müssen hierhin. Der Pinguin hält Nightwing im Emmertech-Gebäude in Otisburg. Das geht gar nicht. Halte durch, Dick. Ich bin unterwegs. Oh. Halte durch, mein Freund. Ich hoffe, Nightwings Zähne fliegen im hohen Morgen. Das werden sie nicht. Das werden sie nicht, denn deine Zähne werden fliegen. Die Fledermaus hat keine Chance, an mir vorbeizukommen. Wow, wir haben keinen Detektivmodus hier. Verstehe. Dann sollten wir vielleicht... Ich lasse nicht zu, dass die Waffen zerstört werden. Das ist mal klar. Pass mal auf. So, das war er. Der Freak ist wahrscheinlich da draußen und beobachtet uns. Oh, jetzt geht's wieder? Okay. Tschüss! Hä, was? Geräuschlos wollte ich das doch machen. Herzlich gemacht. Genau in dem Moment hat er sich umgedreht. Ich glaube, das hat keiner gehört. Hat keiner gehört, ne? Ja, ja. Du lässt das nicht zu. Dein Kollege ist gerade gestorben. So, geräuschlos ist nicht drin. Ich habe keine Angst vor Batman. Doch, ihr habt Angst. Ihr habt alle Angst. Mist. Das läuft super. Die sind alle bewaffnet. Klasse, ey. Ich sollte einfach abhauen. Ja. Okay, das lief nicht so gut. Die sind alle bewaffnet, tatsächlich. Tolle Wurst. Es ist vorbei, dunkler Ritter. Jetzt musst du vor nichts mehr Angst haben. Außer vor deinem Gesicht. Alter, dein Gesicht. Das macht mir sogar im Tod Angst und Bange. Gut, aber mit dem Kampfsystem komme ich jetzt einigermaßen besser zurecht. Habe ich das Gefühl... Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Es ist trotzdem sehr frustrierend für mich, wenn ich etwas nicht schaffe, so wie in diesem Moment. Alle sind bewaffnet und wir... Ich war sich sicher, dass Batman auftauchen würde. Ja, ja, ja. Missionauswahl. Was? Moment, was? Wieso? Was liegt unten gefesselt rum und wird tüchtig vermöbelt? Ach klar, Nightwing. Ich frag mich, wie es bei dem aussieht. Ah, die jungen Leute vertragen sowas. Ziemlich abgebrochen, was? Er hatte es noch nie mit dem Pinguin zu tun. Dachte, er könnte es allein mit dem Boss aufnehmen. Was für ein Penner! Er hat sich wacker gehalten, das muss ich ihm lassen. Aber Erfahrung ist noch immer Trumpf. Meinst du, der Boss bringt ihn um? Keine Frage. Hängt nur davon ab, wie kreativ er wird. Er kann mit seinem Schirm Dinge anstellen, die treiben einem die Tränen in die Augen. Hier ist alles sauber! Ja, hier ist alles sauber, da hast du recht. Ich hoffe, Nightwings Zähne fliegen im hohen Bogen. Das hoffe ich doch nicht. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich K.O. geschlagen oder aufgeknüpft wurde. Jetzt zahle ich sie mal ein. Schnauze. Ich lasse nicht zu, dass die Waffen zerstört werden. Oh, oh. Das ist mal klar. Dann mache ich dich kalt. Oh Gott. Ja, Ecken ausschalten, komm her. Fledermaus hat keine Chance, an mir vorbeizukommen. Wer hat das gesagt? Komm her, dich knöpfe ich mir als erstes vor. Das ist der letzte, ne? Ja, alles klar. Das lief besser. Viel besser. Ich muss viel öfter geräuschlos fungieren. Nightwings Signal kommt aus dem Inneren des Gebäudes. Aha. Es muss einen Weg reingeben. Wahrscheinlich hier, oder? Der Aufzugsschacht sollte mir Zugang zum Rest des Gebäudes verschaffen. Habe ich vor. Du solltest das lassen. Wenn er einfach auf eigene Faust loszieht, hat er es verdient. Er respektiert dich nicht. Jetzt reicht's aber. Hat er nie. Naja. Kann ich hier einfach runter? So, Superheldenlandung. Klettern.
Ja, klettern nicht. Nach unten klettern am besten. Batman glaubt wirklich, dass ihm ein paar Riesenpflanzen... Okay, wir sind jetzt im Inneren. Wow. Wie komme ich jetzt da runter? Wahrscheinlich hier. Das Ding kann ich wahrscheinlich hacken. Für 60 Sekunden, gar nicht so schlecht. Das Ding zerstöre ich erstmal, bevor es weitergeht. Nicht, dass das Ding uns irgendwann ausschaltet mitten im Kampf. Doch gleich. Wollt ihr, dass ich Schmerzen vortäusche? So mit uns reden lassen, schlag ihn! Chester! Du machst das alles völlig falsch. Oh, komm mal her. So, weg damit. Ich hoffe, dass wir gleich unter denen sind und diesen Angriff starten können. Hörst du das, Nightwing? Wir lassen dich noch ein kleines bisschen länger leben. Noch mehr geistreiche Konversation. Klasse. Darf ich ihn noch mal schlagen? Hey, was hast du gerade gesagt? Nightwing retten. Oh mein Gott. Das war episch. Das war mega cool. Okay, komm her. Doppelteam, komm her. Autsch. Und weg damit. Tschüss. Auf den Dicken am besten. Macht am meisten Sinn. Ich hoffe, der ist dann auch K.O. Bam. Ja, so viele sind das hier nicht mehr. Autsch. Wohin fliegst du denn, Mann? Okay, bam. Das hat gesessen. Ist das das letzte Versteck? Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Ein Danke fürs Aufspüren wäre schon nett. Nee, das ist, dafür kriegst du keinen Danke, das ist dumm. Wir haben alle Depots. Der Pinguin ist erledigt. Wir müssen ihn immer noch finden. Das stimmt wohl. Schätze mal, der ist abgehauen. Was? Niemals. Wir schließen erstmal das Ding. Den Roulette-Tisch drehe ich selber. Okay, komm schon. Ja, lass dir ruhig Zeit, Batman. Wir haben alle Zeit der Welt. Ist das nicht gemütlich? Oh mein Gott. Hier solltest du aufpassen, Batman. Er ist ein bisschen zu leichtsinnig. Nicht schießen. Komm näher und ich zeig dir den Inhalt seines Schädels. Nicht schießen. Hey, Oz. Weißt du noch die fliegenden Graysons? Flying wer? Was faselst du? Die fliegenden Graysons, die besten Akrobaten der Welt. Halt die Klappe, du Tunte. Wann immer sie im Zirkus auftraten, brachten sie die Luft zum Vibrieren. Schnauze, sag ich! Sie hatten ein besonderes Kunststück, das hat einem den Atem geraubt. Der nächste Atemzug wird dein letzter sein, Junge. Sag also schon mal Lebewohl. Er will uns irgendwas damit sagen, hörst oder? Hörst du das, Batman? Du wirst dir wünschen, dich nie mit mir angelegt zu haben. Oh. Ich hab einfach mal Double Team. Nein, stopp! Gestartet. Zünden. Tschüss! Hast du gesehen, wie ich dein Geld verbrannt habe? Ich schwöre bei Gott, töte mich lieber, Batman!
sonst bringe ich dich um. Ich werde... Bam. Weißt Ruhe du, genau jetzt. Das wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt kommt der Teil, wo du mich abmahnst. Ich bin stolz auf dich. Ist bei dir alles okay? Das ist das Ende. Wir sehen uns nie wieder. Sag sowas nicht. Das hält dich nicht auf. Nichts hält dich auf. Beschütze Bloodhaven. Versprich mir. Schon okay, Bruce. Ich versteh's. Du willst bloß nicht, dass ich hier bleibe und dir die Show stehle. Genau deswegen. Dick. Ich werde dich nicht enttäuschen. Tja. Ich weiß. Der kriegt das schon hin. So, und den nehmen wir mit in die Arrestzelle, würde ich sagen, oder? So. Ja, ja. Wir fahren zum GCPD. So, setz dich mal hin, Klops. Und ist er wieder wach. Mitfahrer Pinguin, wie süß. Bring den Pinguin zu den Arrestzellen, aber sowas von. Oh, mein Kopf. Alles okay? Wo bin ich? Ne, nirgendwo. Nein. Nein. Die gehören mir. Du kannst sie als Altmetall verkaufen, wenn du jemals rauskommst. Ohne deine kleinen Helfer bist du ein Nichts. Ich hätte dich fast gehabt. Ja, klar. Fast. Was ist denn los? Hast du Angst? Du hast die Wahl, Cobblepot. GCPD oder Leichenkopf. Oh mein Gott. Leere Drohnen, Batman. Jeder weiß, dass... Es ist zu gefährlich. Ich muss die gegnerischen Fahrzeuge ausschalten. Dein Ernst? Den Zellenblock betreten. Warum sagst du mal nicht... Warum sagst du das nicht früher? Ich dachte, ich hau jetzt einfach ab. Wo sind sie? Autsch. Einheit im Cauldron vernichtet. Gut. So, kann ich jetzt? Ich glaube, ich kann jetzt. Ja, das Tor ist offen. Freunde. Sag mal. Fahr doch mal vernünftig. Wo hast du denn deinen Führerschein gewonnen? So. Dann nimm dir mal den Dicken mit. Und wir haben den nächsten in unserer Arrestzelle. Den guten Pinguin. Nach Two-Face, er der Nächste. Immer mit der Ruhe, ich komme. Gut, gut. Mach bloß keinen Stunk. Kommst direkt neben Two-Face. Hey Boss, da sind sie ja. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Ohne sie war es nicht das Gleiche. Siehst du das, Batman? Das ist Treue. Ja. Du musst stolz sein. Ich wollte gerade sagen, herzlichen Glückwunsch dazu. So, und jetzt setz dich hin. Ich hätte Scarecrow schon vor langem sagen sollen, dass es ein großer Fehler ist, dich ins Spiel zu bringen. Pass auf, was du sagst, Oswald. Wir befinden uns jetzt auf der gleichen Seite der Gitter. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, die in eine Zelle zu tun? Die bringen sich, die lynchen sich doch. Lass dich nicht täuschen, Bats. Unter dieser mickrigen, fetten, diebischen Schale steckt ein trauriger kleiner Teddy, der nur raus will. Na klar. Pinguin. Kann man sich jetzt angucken, oder was? Wo? Wo ist Le Pinguin? Ich dachte, man kann sich den Pinguin angucken. Kann man nicht? Ja, dann würde ich mir gerne den Arkham Knight angucken. Das haben wir noch nicht. Richtiger Name? Unbekannt. Alles unbekannt. Abgesehen von der Entdeckung einer Milizausbildungseinrichtung in Südamerika, das haben wir schon gelesen. Das haben wir schon gelesen. Besitzt umfassendes Wissen über Batmans Taktik und Kampfstil. Erfahrener militärischer Taktiker. Verwendet einen Stimmen-Synthesizer. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ich weiß es nicht. Wir können auch mal hier Bruce Wayne, CEO und Philanthrop aus Gotham City. Der in die reiche Familie Wayne hineingeborene Bruce Wayne hatte eine idyllische Kindheit. Nachdem er aber Zeuge wurde, wie seine Eltern in der Crime Alley, ehemals Park Row, brutal umgebracht wurden, beschloss er, den Rest seines Lebens dem Kampf gegen das Verbrechen zu widmen. Er reiste jahrelang um die Welt und trainierte seine mentalen und physischen Fähigkeiten bis zur Vollkommenheit. Gotham City hieß ihn willkommen. Unwissend, dass der Liebling der High Society, ein Milliardär und Playboy, hinter Batmans Maske steckt.
Nach dem Debakel von Arkham City und der daraus resultierenden Schließung des Gefängnisses hat sich Bruce Wayne erneut für die Rettung der Stadt eingesetzt und eine beachtliche Summe für ihre Sanierung vorgestreckt, nämlich $1,000. Er ist ein Playboy und Milliardär am Tag und Batman bei Nacht. Gothams begehrtester Junggeselle. Sogar ich will ihn. So, wir lesen nach und nach Sachen vor, da ist ja nicht mehr so viel. Wir gehen wieder. So, tschüss Freunde, ich bring bald den nächsten. So, ich guck mal gerade. Das haben wir also auch zu 100% geschafft. Ich bin sehr zufrieden damit. Was können wir jetzt machen? Das nicht. Untersuche die seismischen Aktivitäten. Das gehört zur Hauptstory. Interessant. Das ist interessant. So, das Ding hier. Noch zwei Dinger, dann haben wir das. Komm, das machen wir noch. Das machen wir noch zu Ende. Ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Alles klar. Die Lieutenants der Miliz geraten in Panik. Lassen Sie nicht nach. Niemals. So, 50% Zellenbelegung. Finde ich gut. 2 von 11 Hochsicherheitszone. Das ist nicht so viel. Du verlässt dich darauf, dass eine Pflanze dir das Leben ja hat. Bescheid, wie gut das funktioniert hat. Das wird schon klappen, keine Sorge. Ivy macht das schon. So, Missionsauswahl. Hä, wir haben doch die Mission schon ausgewählt. Hallo? Sir, ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die Lieutenants der Miliz geraten in Panik. Lassen Sie nicht nach. Auf gar keinen Fall. Das Signal wird schwächer. Okay. Wir sollten da erstmal in die Nähe. Bevor wir das Signal direkt wieder verlieren. Es wird schon schwächer. Was zum Henker? Willst du mich verarschen? Was, das war's? Nee, doch nicht da. Das war noch so ein kleiner Mini-Heli. Adieu. Drohne offline. Cash, die Drohnen auf Bleak Island sind neutralisiert. Gute Arbeit, Batman. Wir verlieren gleich dieses Signal. Verdammt. Das ist nicht gut. Da, ich sehe es doch. Verlier das Signal bloß nicht. Berichten zufolge ist offiziell im Nordsektor von Bleak Island. Angeblich ist... Mist, wir haben das Signal verloren. Nochmal, komm. Da. Ich sende Ihnen die Position eines Panzerwagens. Die Lieutenants der Miliz geraten in Panik. Alles klar, danke. Niemals. Und er macht uns Trottel, er ist hier. Feinburg, bist du fahren? So, den schnappen wir uns, weil es sind noch insgesamt 2. Und das würde ich doch schon gerne machen. Warum auch nicht? Alle Unterstützungsteams, mich verfolgt ein feindlicher Wagen. Schickt Verstärkung. Das unterwegs, halte durch. Ein feindlicher Wagen? Das ist Batman, du Unwissender. Oh, Alter, was geht hier ab? Schalt ihn aus, los! So. Hau bloß ab. Verstärkung am Boden. Komm schon. Wie viele kommen denn von denen? Aus dem Weg. Den haben wir gut zerstört. Wir sind ein einfacher Panzer. Wir zerstören alles in unserem Weg. Der hat gesessen. Yes. Ich werde beschossen. Ja, ja, ja. Wow, das lief richtig gut. Den haben wir richtig zerstört. So gut wie erledigt. Es ist nur noch ein einziger Wagen. Ich guck mal, ob wir vielleicht eine Verbesserung machen können. 16 Punkte haben wir. Wie wäre es mit unserem Wägelchen?
Was ist das? Dank eines verbesserten Auswurfsystems wird die Reichweite des Schleudersitzes erhöht. Das ist schon geil. Versteckt das Batmobil und im Verfolgungsmodus das Zerstören einzelner Drohnen zu ermöglichen, wenn sie mit ausreichendem Tempo gerammt werden. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen, ne? Mach ich jetzt. Das machen wir auch. Und den können wir uns auch noch holen. Super Schleudersitz. Okay. Puh. Okay, wir haben hier noch einen einzigen auf Myagani Island und da müssen wir sowieso hin für die Hauptstory. Das heben wir uns noch auf. Wo können wir als nächstes hin? Ja, wie gesagt, die Dinger hier, weiß ich nicht. Die interessieren mich jetzt nicht wirklich. Und die Türme auch nicht. Es ist irgendwie komisch. Das gefällt mir alles nicht. Die Bomben können wir noch zu Ende machen. Das sind ja nicht mehr so viele. Wobei das auch sehr anstrengend ist. Was mit ihm hier ist, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Feuerwehrleute, wir müssen sowieso nach Myagani Island, wie es aussieht. Ich mache einfach mal den hier. Alfred, ich werde die seismische Aktivität auf Myagani Island. Sag mal, sei eigentlich noch zu retten? Alles heute Nacht. Okay, wir fahren nach Myagani Island und schauen, was wir da alles machen können. Und da sind wir auch schon. Ja, ja, es ist Batman. Das können wir noch nicht machen. Myagani Island. Oh. Oh, das ist nicht mehr gesperrt. Aber wir wissen jetzt auch nicht, wo der ist, ne? Wir müssen ihn sowieso finden. Der fliegt hier irgendwo rum. Was war das? Oh, das sind die Bomben hier. Okay, scheiß drauf. Okay. Ich will wissen, was diese seismischen Aktivitäten hier sind. Genau das. Der Rattler Bär. Dort wartet meine erlesenste Prüfung auf dich. Verständlich. Aber da Catwoman's Leben in meinen Händen liegt, solltest du wirklich erscheinen. Machen wir auch noch. Das machen wir auch noch, keine Sorge. Aber jetzt noch nicht. Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Mhm. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und es ist nicht gut. Alter! Was macht sie denn? Sie konnte es nicht lassen. Schickt Diamondbacks und schon Rattler. Macht sie kalt! Oha. Ivy? Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Solange du nicht unsere Spielzeuge zerstörst, ist alles gut. Arbeite mit Poison Ivy zusammen. Okay, machen wir. Zielerfassung. Ihr werdet sie nicht aufhalten. Wir zerstören einfach alles. War's das etwa schon? Du musst doch mehr zu bieten haben als eine Pflanze. Naja. Du sein musst. Diese Pflanze wird dich zerstören. Das wirst du sehen. Drohne getroffen. Die Pflanze kämpft noch immer, Sir. Wir haben Verluste. Batman mag stark sein, Sergeant. Aber er braucht denn ein bisschen Hilfe. Oha. Okay. Ivy macht das schon. Drohnenhack und Drohnenhack, let's go. Autsch. Batman hat eine Rage, ich werde hier nicht wieder verlieren. Genau, das werden sie nicht. Okay. Ivy hat alles unter Kontrolle, wie es aussieht. Keine Gegner für mich. Das glaube ich auch. Autsch. Primierziel hat eine Drohne erwischt. Sir! Hören Sie mich! Ja, verstanden. Ist unter Kontrolle. Da. Hab ihn verloren. Wir haben die Leute. Treiben wir ihn raus. Das war's? Nicht der Rede wert, Freunde. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht.
Ich habe Cobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Cobra-Panzer? Ich habe seine Position ermittelt, Sir. Er ist umzingelt. Okay. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Ja, danke für nichts. Cobra-Panzer geordnet. Oh mein Gott. Okay. Sind das die, die wir von hinten angreifen müssen? Wenn das der Fall ist, kriegen wir das schon hin. Sehe ich hier niemanden? Oh, 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 oh! Was zum Henker? Ich bin weg, tschüss! Okay, da sind sehr viele hier. Komm schon. Nicht drehen, nicht umdrehen. Nein, nicht umdrehen. Fuck. Okay, das ist einer. Verbindung mit Drohne verloren, Sir. Schickt sofort Verstärkung. Ja, schick mal die Verstärkung. Es sind noch vier aktiv. Tschüss. Drohne offline. Zwei Kubas nähern sich. Schnell abhauen. Das ist hier ein Katz-und-Maus-Spiel. Na komm. Na komm, dreh dich bloß nicht um. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen, habe ich gesagt. Voll Glück gehabt. Ich schicke Unterstützung aus der Nähe hin. Mach das mal. Batman, deine Zeit ist abgelaufen. Natürlich ist sie das. Kommt er hier lang? Der kommt hier lang. Ich muss Ivy vor den Milizsoldaten retten. Ja. Ivy kriegt das schon alleine hin. Die ist ja nicht dumm. So, wo ist er? Da. Komm her, komm her. Und tschüss. Cobra-Panzer erledigt. Halten Formation. Wo ist der nächste im Bunde? Ich kann ihn nicht stoppen. Müssen Sie auch nicht. Müsste er unter mir sein irgendwo? Da, hinten. Okay, der kommt hier lang. Schnell weg. Jawohl, komm schon. Au revoir. Tschüss. Er hat die Cobras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren. Natürlich, natürlich. Immer diese leeren Versprechungen. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Okay. Nimm Poison Ivy auf und bringe sie zum GCPD zurück. Aber lässt sie das mit sich machen? Ich glaube, in Freiheit gefällt dir das viel lieber. Okay. Okay, das ist wieder nicht freigeschaltet. Oh, wir können hier den allerletzten starten. Das mache ich. Das mache ich. Yes, I know. So, da ist er doch. Komm, den schnappen wir uns noch. Und dann haben wir das auch geschafft. Tschüss. Ich bleib an deinem Arsch dran ohne Ende. Ich lass dich nicht in Ruhe. Bis ich dich hab. Da können deine Lakaien auch nicht helfen. Das macht echt mir super Spaß hier, muss ich sagen. Mit diesen Verfolgungsjagden. Mega spaßig. Na komm. Ich will euch nicht, ich will ihn. Du kannst mich nicht aufhalten. Doch, kann ich.
Er hatte keine Chance. Letzter Panzerwagen ist erledigt. Ich empfange vereinzelte Funksprüche. Wie angenommen herrscht Chaos bei den Milizkräften. Gut gemacht, Sir. Fantastisch. Danke, danke, danke. Oh. Wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind. Gut. Meister Bruce, feindliche Einheiten sind auf dem Weg. Das schaue ich mir noch mal an. Was? Was zum Henker, Alter? Spinnst du denn? Twin Ritter offline. Ganz vorsichtig, Freunde. Ihr wollt doch keinen Ärger mit mir, oder? Ich meine, ich bin's, der Batman. Einfach mal alle Raketen abgeschossen. Das war ganz gut. Wo sind die anderen? Da hinten. Ich sehe dich doch. Mist. Kommen mir keine Helis? Die waren immer super nervig. Na komm. Er hat eine Twin Ritter abgeschossen. Drohnenheck, komm. Komm schon, Drohne. Diamondback ahead. Unter Beschuss. Tschüss. Hallo? Wie kann er so viel Schüsse schlucken? Der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Das ist mein Plan. Oh, perfekt. Kontrollierte Explosion erfolgreich, Sir. Diese Bombe stellt keine Gefahr mehr dar. Das ging doch super. Super locker leicht, Freunde. Mit diesem Kampf gibst du ein wenig mehr von dir preis. Wenn wir uns treffen, wird nichts mehr übrig sein. Natürlich nicht, natürlich nicht. Du Laberbacke. Okay. Und schon haben wir die dritte Questline abgeschlossen. Finde ich gut. Ich mag dieses grüne Häkchen. Zack. Abgeschlossen, Freunde. Abgeschlossen. 193 Meter nur entfernt. Ihr wisst, was zu tun ist. Rennelar Fairhaven. Also gut, Riddler. Dieses Spiel ist vorbei. Das ist wirklich vorbei. Es reicht langsam. Langsam gibst du mir auf den Sack. Mit deinen komischen Spielen. Obwohl ich das ganz gern mag. Was das Ding mit Autos macht? Ich will sie nicht herausfinden. Wie ich ihn kenne, ist das wieder irgendein Rätsel, das ich nicht checken werde für 30 Minuten. Und dann aber schon. Das war's, dunkler Ritter. Wir sind am Ende. Aha. Du bist am Ende. Ich muss gestehen, ich fühle mich angesichts meines Sieges großzügig. Also gebe ich dir die Wahl. Statt mit deiner Demütigung und deinem Tod weiterzumachen, werde ich dich einfach davonfahren lassen. Im Gegenzug zur Unterzeichnung einer Aussage, die meine überlegene Intelligenz bezeugt und dass ich dich matt gesetzt habe. Oh, die Katze bleibt meine Geisel. Ein Symbol deines Versagens. Schnauze. Schnauze halten, Riddler, Schnauze halten. Der wird ausflippen, wenn ich das Rätsel knacke. Wenn. Es sei denn, das ist wieder so ein so ein Rennen. Es stinkt nach Rennen. Oh mein Gott. Du willst es wirklich versuchen. Mhm. Also schön. Aber das ist meine beste Arbeit, Detektiv. Ein Meisterstück. Mein ewig Meisterwerk. Meisterwerk. Mhm. Nun, das wird wohl die letzte Mal dieses unschönen Lebens. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Dein Waterloo, dein Schweinebuch, deine absolute Niederlage. Okay. Genau so, Detektiv. Das geht mir ab. In den Untergang. Oh mein Gott. Sorry. Ich muss das besser timen. Oh Gott. Oh, diese Kameraperspektive. Mir wird schlecht. Gut, gut, gut.
The fuck, ey. Was ist das für ein Rätsel wieder hier? Du hättest abschließen sollen. Ich hatte die Neigung perfekt berechnet. Meine Berechnung war korrekt. Schnauze halten. Alter, meine Berechnung. Finde ich, das war's schon, okay. Ich verstehe nicht. Wieso lebst du noch? Ah, du hattest Glück, nicht wahr? Ja, das wird sein. Autsch. Das war Glück. Der treue Retter der Vollidioten. Ich kann wohl kaum Glück in die Kalkulation mit einbeziehen. Ich bin ja kein Gaukler. Oh mein Gott. Oh, ist das anstrengend. Okay, ich bleib nur rechts. Ich bleib immer nur rechts und fahr trotzdem links. Ich Schlauberger. Nein, 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 nein. Das ist verkehrt. Finde ich nicht. Das kann nicht sein. Ich bin der Riddler und du wirst nicht siegen. Doch, werde ich. Weil du Lauch bist. Eine Runde noch, ne? Oh, noch mehr. Zeig mir, was du kannst. Ich übernehme hier jetzt die Kontrolle. Oh. Shit. Okay, ich kann nicht alle Fallen umgehen, wie es aussieht. Das ist ein Fehler, ganz bestimmt. Mhm. Das weiß ich genau. What the fuck? Wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Okay. Ich hab doch gar nicht genug. Okay, das verstehe ich gerade nicht, wie das gehen soll. Hä, wie soll das gehen? Ich hab doch niemals genug Dampf dahinter. Verschwende nicht meine Zeit. Sie ist deutlich kostbarer als deine. Shit, Mann. Boah, ist das eine Kackstelle. Werte das als Niederlage. Der Test ist Intelligenz mit Extrembedingungen, Ben Mandy. Also denke daran. Fahr schneller. Okay, ich muss irgendwie herausfinden, wie ich da dran vorbei. Wir haben es eh abgelaufen, aber trotzdem. Willst, dunkler Ritter? Schnauze. Gib dich zurück zum Start des Parcours. Okay, ich habe gerade echt gar keine Ahnung, wie ich da dran vorbeikommen soll. Man muss irgendwie genau in der Mitte dazwischen. Ich probiere das mal aus. So. Okay, und jetzt? So ein Mist. Boah, diese Kameraperspektive macht mich kirre. Okay, das war gut. Ja, wow. Shit. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Aber den Rest schaue ich mir an. Also die ganze Zeit links bleiben, wie es aussieht. Ja, der Rest ist, glaube ich, kein Problem. Autsch. Shit. Man muss die ganze Zeit so gucken und so gucken. Oh, das ist echt ätzend. Oh Gott, okay. Wow, okay, das ist schon happig. Das ist ätzend. Da kam noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Mach mal hin jetzt, Batman. Was ist denn mit dir? Okay. Ja, das lief nicht so gut.
zu glauben, dass ich wirklich dachte, du könntest Erfolg haben. Ich vergaß kurz, mit wem ich es zu tun habe. Schnauze. Wir versuchen es nochmal, aber wir sehen uns in der dritten Runde wieder. Alter, wann ich erst gemerkt habe, dass das schon die dritte Runde ist hier. Okay, jetzt können wir wieder diesen Scheiß hier machen. Ich habe noch 35 Sekunden Zeit, cool. Komm schon. Das... Oh Gott. Ja, komm. Ja. Das war... Da, sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott. 11 Sekunden noch? Wie soll das denn gehen? Komm schon, Detektiv. Die Zeit wartet auf niemanden. Und ich warte nicht auf Batman. Das kriegen wir niemals hin. Das gefällt mir schon besser. Okay. Schienst du doch zu etwas fähig zu sein. Wir dürfen wirklich keine Fehler machen. Willst du mich verarschen, Mann? Keine Sorge, Detektiv. Du hast bis zum Sonnenaufgang. Das ist kein... Komm schon! Wir haben keine Zeit für sowas! Autsch! Fuck, ey! Wir probieren es trotzdem. Das wäre doch zum Lachen, das kriegen wir doch hin. Wir haben immer noch 40 Sekunden Zeit. Autsch! Alter! Wie kann man denn so ein Pech haben? Nächste Runde, komm, das kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Okay, komm. Ah, das läuft gut. Ich muss nur vorsichtiger sein. Viel vorsichtiger. Dann kriegen wir das auch alles hin. Du solltest wissen, Detektiv, dass ich all deine Versuche aufzeichne für die Nachwelt und für meine Präsenz in Social Media. Alter, halt's Maul, Riddler. Geh's mir auf den Sack. Ich muss das vorsichtiger machen. Hier, so. Na komm, ja, verdammt. Das hat gut geklappt. Oh, wir haben noch eine halbe Minute. Kommt schon. Halbe Minute, das ist doch zum Lachen, das kriegen wir locker hin. Gib mal Gas hier. Okay, er scheint verzweifelt. Er weiß, dass wir es hinbekommen. Er weiß es einfach. 10 Sekunden noch, komm. Schnauze. Ich muss meinen Regeln ja folgen. Mhm. Ich stelle sie ja auch auf. Na klar. Der hat irgendwas vor. Irgendwas hat er vor, oder? Okay. Ja. Okay, fast geschafft. Was das hier? Das hier müsste es sein, oder? Das hier? Und los geht's. Oh mein Gott. Dieses Rennen hat mich zerstört innerlich. Ich hoffe, das war's. Bitte sag mir, das war's. F? Was heißt okay. F? Es reicht. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst jetzt gehen. Also, zu meiner letzten Prüfung. Natürlich. Welche wäre das denn? Ed, dass du unter die Schummler gegangen bist. Ich bin enttäuscht. Ich fasse es ja nicht. Ich täusche, ich verwirre, aber ich schummle nicht. Wie du und Batman herausfinden werdet, wenn ihr euch meinem letzten Rätselraum stellt. Na klar doch. Können wir da auch ohne Batman rein oder nicht so? Nee, zu Batman wechseln. Okay. Freunde. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ich muss nie wieder diese scheiß Rennen fahren. Obwohl die ganz cool sind. Andererseits überhaupt nicht cool. Überhaupt nicht cool. Man kann ja auch diese Dinger hier machen, ne? Diese Herausforderungen. Und extra Sterne sammeln. Ganz ehrlich.
Nein, 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 danke. Brauche ich echt nicht.